Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind immer noch dabei, Faring zu befreien auf unsere sehr beliebte Strategie. Hey, pass auf! Wir sollten den mal sehen. Oh, der Kampf wird nicht lange dauern. Kampf! Mit der Zeit werden sie sich alle unterwerfen. Wer hat hier gebrüllt? Bleib stehen, Mora! Wer hat jetzt gebrüllt, dass hier Kampf gibt? Da! Wer hat das mitbekommen? Da! Okay, dann muss ich die mal hier... Der hat da drin. Okay. Dahin gab es noch jemanden. Dann muss ich den rauslocken. Wieder nach da vorne. Ja, komm. Hier können wir uns... Hier draußen können wir uns prügeln. So, apropos Dings Erfahrung, wie viel haben wir? 1.370.285 und wir brauchen 1.387.500. Stufe 73 sind wir schon. Ist schon heftig. Und dann müssen wir noch Vanguard von König Robert befreien. So, hier gab es auch noch irgendwo einen Ork. Mein ehrenvoller Weg hier, Mara! Hier! Du. Hier ist niemand aufgefallen. Heftig. Gibt's hier Leute mit Namen? Wieso schauen die mich alle so an? Ich bin euer Befreier hier, ja? So. Bleib stehen, Mora. Okay, die anderen interessierten sich. Ja. Aua, ich steck hier fest. Wo geht der hin? So, komm. Na! Wieso rutsche ich da weg? Da! Worauf wartest du dann noch? Haben nichts gesehen da hinten. Wir werden es ja sehen. So, den Schaman will ich jetzt. Oh, sorry. Hey, pass auf! Der Kampf wird nicht lange dauern.
So, erstmal hier drinnen verstecken. Falls der kommt hier hin. Bleib stehen, Mara! Findet er seinen Weg hier rein? Wie sieht's mit den anderen aus? Mach schon! Ich finde es super, dass die Sklaven einfach mich anfeuern. Hey, pass auf! Ich hack dich in Stücke! So, hier können wir kämpfen. Ah! Nicht nachlassen! Nicht nachlassen! Okay, noch ein bisschen hier. Ich finde halt mit Sklaven gerade richtig super. Einfach hier hinkommen, ja? Die anderen gucken schon nicht mehr zu. Beziehungsweise es gucken nur die richtigen zu. Ja! Nicht nachlassen! Komm, jetzt fressen wir mal ein bisschen Krautsalat. Ich frage mich jetzt gerade, wie viele noch übrig sind an Orks. Gesundheit. So, das ist der letzte. So, den da. Hey, pass auf! Ich hack dich in Stücke! Ja, zum Stückehacken muss er auch herkommen, ja? Bleib stehen, Burger! Da! Da! Ich find's auch super, super, dass die jetzt checken, hier, die brauchen nicht mehr weiterzuarbeiten. Okay, hier hat noch irgendjemand gemerkt, es gibt einen Kampf? Oder da hinten der? Ja! So. Nicht nachlassen! Das kann ich speichern und den nächsten holen. Verschwinde, Mora! Raus, Mora! Sofort! So, warte. Verschwinde, Mora! Raus, Mora! Sofort! Ja, komm! Alarm! Eindringling! Leute, es gibt einen Kampf! Sag's ihm! Oh. Wer hat das alles mitbekommen mit dem Alarm jetzt? Ja! Ja!
Nicht da lassen! Hat, glaube ich, keiner mitbekommen, oder? Hat niemand mitbekommen. So, den Speer. Hey, pass auf! Hey, pass auf! Ich glaube, ein Schuss und dann ist der hinüber. Oh, der, Alarm! Eindringling! Ja, mach, dass du wegkommst! So, den Schaman. Da, ey, pass auf! Hab ich dich endlich! So, ich lock den mal. Scheiße. Wann hat die gespeichert? Ich hasse die Schamanen. Allgemein, welche, egal welche Magier, Zauberer, Schamanen als Gegner, ich hasse die. Vor allem, wenn dessen Zauber auch um die Kurve gehen oder so. Okay, erst den Krieger. Okay, pass auf. Der Kampf wird nicht lange dauern. Bleib stehen, Mora! So. Und den nächsten dann. Den da. Hey, pass auf. Ich hab dich in Stücke. Ich wollte schon sagen, welche Richtung haue ich jetzt. Ich wollte jetzt nicht einen Sklaven hier attackieren. So. Dann können wir jetzt nochmal speichern. Den Speer vielleicht anlocken? Oder warte mal. Vielleicht doch nochmal nach oben. Gucken, was es hier gibt. Einmal alles mitnehmen. Wer ist denn eigentlich nochmal der Ork-Anführer gewesen? Hier lag da was? Ein Schürhaken. Alarm! Eindringling! Wer hat gesagt. Wer war das jetzt? Okay, den Speer erstmal. So.
der Entfernung können wir gleich kämpfen. So, nice. Und speichern. Nee, den Sklaven will ich nicht. Mach endlich, dass du hier rauskommst. Alarm! Eindringling! Ja, mach, dass du wegkommst. Das war ein bisschen doof. Kommt er jetzt noch? Dahin. Hey, pass auf. Ich hab dich jetzt. Holen wir uns den. Und den Schaman kümmern wir uns dann später. Hier können wir weiter kämpfen. Ohne Probleme. Bleib dran! Hau drauf! Bleib dran! So, den haben wir. Einmal essen. Und wieder speichern. So, und den Schamanen gleich vielleicht nochmal versuchen rauszulocken. Wo ist denn der? Hey, pass auf. Leute, es gibt einen Kampf! So, wie weit geht er? Kommt er hinterher? So, okay, der kommt näher. Bleib stehen, Mob. Ah, und da sind die Sklavenbaracken. Okay. Das speichere ich aber noch einmal. Schauen wir mal, wo der Schamane bleibt. Ich glaube, der ist nicht mehr da drin. Hey, pass auf! Ich werde dich zerschmettern. Dum, 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 dum. Vor allem hier ist auch schon wieder ein riesen Leichenberg. Einmal speichern. Ich gehe da einmal rein. Durchs Fenster. Kann es sein, dass es nur den einen Schamanen gibt? Der Kampf wird nicht lange dauern.
Kommt er näher? Gleich so. Bleib stehen, Mara. Ich bin ja hier. Okay, die Hütte gehört schon mal mir. Behaupte ich jetzt mal. Hier steht nichts Neues. Okay. Kannte ich aber auch noch nicht. Also wusste ich noch nicht. Hier steht was über Alchemie. Ah, okay. Alchemie auf 103. Hier steht was über Alchemie. So, was mit dem Pult? Das kenne ich schon. Den hatten wir gerade. Hier gibt's nichts Neues. Die Truhe? So, warte mal. Den, den. Und die beiden hatten wir jetzt. Okay. Ich würde das hier jetzt aber speichern wollen. Verschwinde, Mara! Raus, Mara! Sofort! Ich bin doch schon dabei! Alarm! Eindringling! Wollen die noch einmal sprechen, Baby? Ah, okay, der andere ist schon abgehauen. Okay, und da drinnen habe ich noch Kahn gesehen. Meter. Und das speichern wir. Jetzt ist die Frage, gibt es oben auch noch welche? Beziehungsweise was ist das hier? Wo führt das hier hin? Hier ist einfach nichts. Und hier... Mann, was willst du? Was ist denn? Hier sind dessen Baracken. Verdammt. Was ist los? Oben gibt's noch welche, okay. Oder ich hack dich in Stücke. Alarm! Eindringling! Okay, komm. Den machen wir fertig. So, und weg mit dir.
So, Kahn. Und oben haben wir noch einen gehabt. Verschwinde, Mora. Ne, da haben wir noch mehr. Da war noch eine Wache. Kann ich den von hier aus treffen? So. Waffe wechseln. Da drinnen brennt ja was. Und das sieht nicht nach einem Lagerfeuer aus. Okay, nice. Haben wir geschafft. So, jetzt weiter oben gucken. Ich weiß nicht, ob es hier noch mehr gibt's. So. Ich frage mich, was passiert, wenn wir den Anführer der Orks zuerst umlegen. Ob die dann alle die Flucht ergreifen? Ohne Anführer? Verschwinde, Mora. Los, Mora. Sofort. Ich hack dich in Stücke. Bleib stehen, Mora. Der eine ist schon mal hinter uns her, der andere ist weg. Und nochmal speichern. Also wo ist der letzte Ork? Jetzt, wo ist denn der? Der war doch gerade hier. Ich hab doch vorhin einen gesehen. Ich hab dich jetzt. Da! Da! Ich steck fest. Obwohl, hier dürfte keiner uns sehen können. Doch. Wir werden gesehen. Vor allem auf die Toten reagieren die auch gar nicht. Jetzt ist die Frage, gibt es da oben noch mehr? Verschwinde, Mora! Ich hack dich in Stücke! Wie schnell die aber auch auf die Palme zu bringen sind.
Jo, ich bin gleich tot. So. Und jetzt was futtern. Komm, ein Fleisch noch. Und speichern. Jetzt ist wirklich nur noch Kahn da. Und halt der eine Ork da. Und halt die 8, die dort auf dem Türm sind. Und halt die Ork-Söldner. Der wurde einfach überrascht. So, nochmal speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob drinne bei Kahn immer noch welche sind. So. Was ist los, Mora? So, dich mache ich jetzt fertig, Kahn. So. Komm. Nein. Mist. Nein. Frag mich nie wieder, Mora. Gold. Moras brauchen kein Gold. Die Waffe gehört jetzt mir, Mora. Verschwinde, Mora! Warte, Du bist kein Freund der Orks. Raus, Mora! Sofort! Alarm! Eindringling! Jetzt stirbst du! Ja. Okay, das war jetzt doof gelaufen. Der hat mir die Waffe weggenommen. Mein Gold. Das war jetzt echt doof. So. Diesmal schaffe ich das wohl. So. Töte die Häuptlinge der Orks. Erfahrung 10.000 bekommen. Einer unter ihnen war Zuben. Er kämpfte gut, denn er teilte den Glauben der Orks. Und die Orks schenkten ihm die Freiheit. Und Zuben wanderte in den Süden. Altes Wissen 152. Herrscht jetzt Krieg? Alle Orks sind besiegt. Ich speichere das auch einmal. Was haben wir da? Abgesehen von der Pfeife. Okay. Jetzt kommen sie alle. Da. Jo. Da. Okay, Da.
Nein! Mist. Okay, warte mal. Da kriegen wir noch mal besser hin. So, wer kommt hier jetzt von wo? Ach, die kommen auch noch. Vigo? Die mit ihren Knüppeln. So. Es dürften jetzt aber auch nicht mehr so viele übrig sein von denen. Okay, jetzt muss ich aber einmal kurz die Flucht ergreifen. Na komm, hoch. Und Heiltrank. Machen wir mal anders. So. Ich muss eben einen kleinen kurzen Break machen. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Komm, den kann ich jetzt. So. So, alle erledigt. Nice. Paring ist befreit. Klar, die greifen jetzt alle die Flucht. So, wem kann ich davon berichten eigentlich, dass jetzt Paring frei ist? Und wer ist dann jetzt eigentlich noch hier? Die Sklaven, die sind jetzt... Hier, die hatten mich ja alle angegriffen. Nochmal Erfahrung plus 200. Khan habe ich aber noch nicht gelootet. Der müsste doch irgendwas machen. Haben, meine ich. Alle Städte sind jetzt frei, außer Vanguard, das noch von König Roba beherrscht wird. So, ich wollte jetzt an Khan ran. Kann ich überhaupt an ihn ran? Nö. Der steckt da fest. Okay. Aber ich speichere das trotzdem mal. Und lese das jetzt. Uninteressant. Achso. Alle Städte sind frei. Komm, ich lege mich in Khans Bett. Bis es hell ist. Und dann schaue ich mal, wer noch da ist. Wer noch geblieben ist. So, bis zum nächsten Morgen. Ich bin jetzt wirklich neugierig. Alle gleichzeitig da wach. So. Wer war von denen hier Verbündeter, die hier unten waren? Anscheinend niemand. Nicht einmal Fink? Der auch nicht? Okay.
Ich speichere noch einmal. Dann wäre das nächste, was ich machen würde, wirklich, das hier. So, ist jetzt nur die Frage, wie machen wir das mit denen? Vor allem, die werden ja alle feindlich mir gegenüber sein. Wenn ich jetzt hier auch nochmal gucke, hier gibt's nichts mehr, hier nichts, da nichts, da nichts, hier nichts mehr, nichts. Okay, braucht mehr Männer. Hier nichts. Bringe mehr heftige Sklaven, ja, nix. Plündere die Höfe. Es gibt eigentlich im Grunde echt nichts mehr. Außer jetzt hier. Haupt. Finde für Robert heraus, was Xardas plant und töte König Robert. Speichere einmal und dann rede ich nochmal mit Robert. Muss ich vielleicht auch die ganzen Rebellenlager hier ausschalten? Ich weiß, warum du gekommen bist. Ich weiß, was du getan hast. Und dennoch kannst du meine Entscheidung nicht verstehen. Du hast die göttlichen Artefakte zerstört. Um die Welt vom Krieg der Götter zu befreien. Du hast unser Volk verraten. Dein Volk. Der Krieg der Götter kann nicht enden, solange die göttliche Macht auf dieser Welt verbleibt. Du hast unsere Hoffnungen zerstört. Das Volk der Menschen ist zum Untergang verdammt. Aber nein, die Orks sind tot. Auch sie werden Frieden finden. Ein Frieden, den sie unter der Herrschaft Innos nie haben werden. Du hast die Artefakte zerstört, aber es gibt noch göttliche Macht auf dieser Welt. Ich trage die Macht Innos in mir. Es ist Zeit, diese Macht zurückzugeben. Ja, du sagst es. Es ist Zeit. Nun sieh, wie ein König zu kämpfen weiß. Dir werde ich helfen. Bleib stehen. Okay, warte mal. Jetzt erst einmal die Flucht ergreifen. Nein. Jetzt stecke ich hier fest. Ich steck fest. Ich steck fest. Ich steck fest. Alter, was war das denn jetzt? Ich steck dich hier einfach fest auf einmal. Aber gut, wir reden nicht mit Robert. Wir töten die einfach. Wir werden sie einfach töten. Alle einen nach dem anderen rauslocken und erledigen, eliminieren. So, ich finde das jetzt auch interessant, dass wir jetzt gegen die hier kämpfen. Gegen die alle hier. So. Selbe Strategie wie mit den Dings hier. Wie mit den Orks. So, die Garde auch nochmal. Ja, komm. Das will ich sehen. Gegen zu viel auf einmal will ich jetzt aber auch nicht machen. Und...
So. Ich finde das schon ein bisschen jetzt befremdlich, nachdem wir so viele Orks geschlachtet haben, dass wir jetzt auf Menschen gehen hier, auf hey, passt doch auf die, auf dessen Seite wir gekämpft haben. Bleib stehen! So, komm. Ich habe das Gefühl, diesen einfacher zu bekämpfen, kann das sein? So, Georg, du tust mir leid. Warte mal, bevor ich gegen den kämpfe, nochmal sicher gehen, speichern. Weil er ist einer der Paladine, die Magie wirken können. Ja. Die Paladine werden schwieriger sein. Georg, komm. So. Was hat er denn eigentlich? Ein Ordensschwert. Oh, das nehme ich alles mit. Das auch? Die Hellebarde wollte ich jetzt nicht. Und die haben Heiltränke. Und Essen. So, wer wäre jetzt der Nächste? Tordi, würde ich mal behaupten. So, den erstmal hier nach unten locken. Okay, komm hier hin. Interessante Paladin-Rüstung gibt es eigentlich. In Schwarz, in Silberrot, in Silbergrün. So. Ohrenschwert. Große Waffen 2 bräuchte ich dafür. Vielleicht nochmal was voran. Aber wir kommen wenigstens wieder zu Heiltränken. So. Die Garde nochmal. Hey, was machst du? Oh, jetzt bist du dran. Das könnte sehr interessant werden hier. Bleib stehen.
Dum, 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 dum. Okay, die Garde ist aber einfach. So. Auch mitnehmen und mitnehmen. Warte mal. Nochmal speichern, bevor ich gegen den da kämpfe, den Kobrin. Okay, der kommt da nicht dran. Gut, ich hatte jetzt kurz Panik gehabt. Jetzt! Jeder! Wieso ist er da hängen geblieben? Das war jetzt doof. Bleibt er da einfach hängen? Bleibt er da stecken? So, nochmal gegen Kobrin. So. Immer diese Paladine, die ihn zaubern. Alter, was? Leckt mich doch am Arsch. Sorry. Ich glaube, das muss ich anders machen mit Kobrin. So, einmal kurz die Flucht ergreifen. Zeig's ihm! So. Jetzt hör auf zu rutschen und versteck dich lieber. Das was? So? Alter, wie sehr willst du es mit der... Ich konnte gerade nicht bewegen. Ja. So, den sind wir auch los. Das speichern wir. Der war aber auch eine Herausforderung. So, hier sind nur noch befreite Sklaven. Der könnte ein Kämpfer sein. Nicht da ist noch. Garde, Torwache. Hey, was machst du? Leute, oh, es gibt einen Kampf! Bleib stehen! So. Na, komm her. Wir kämpfen hier unten.
Wir machen mit jedem das gleiche Spiel hier. Eine Wache haben wir hier unten noch. Das speichere ich auch noch einmal. Lock den dann auch noch raus. Hey, was machst du? Leute, es gibt einen Kampf! So, und hier runter. Bleib stehen! Ne, wir kämpfen hier unten. So. Mit ihm ist auch vorbei. Und dann würde ich sagen, machen wir den oberen Bereich da frei in der nächsten Folge. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.